Leute, und herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls 5 Skyrim. An einem Ort, wo ich nicht mehr genau weiß, wo ich hier bin, denn es ist schon wieder eine lange Zeit her, dass ich gespielt habe. Aber ich glaube, wir sind irgendwo bei der zerbrochenen Flasche in der Nähe. Kann das sein? Der Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Eine seltsame Gefängniszelle und ich sehe überhaupt nichts, wo das Licht wieder reinfällt. Geht da jemand? Nee. Das sah nur so aus, das war nur ein schleichender Schatten, aber damit kann ich leben. So, wo geht's hier hin? Ist immer sehr verwirrend, dass teilweise die Texte auf Englisch und teilweise wieder auf Deutsch sind, was keinen Sinn ergibt. Ich denke, das ist irgendein Steam-Fehler, kann das sein? Gitterstäbe, die ich öffnen könnte. Aber was würde mir das bringen? Hahaha, da lacht jemand. Ihr werdet mich niemals finden. Du bist aber ziemlich von dir überzeugt, oder? Wartet mal einen Moment. Mir wurde gesagt, das Spiel ist urigst leise. Was ich mir aber gar nicht vorstellen kann, dass eigentlich alles auf maximal getrimmt ist. Voilà. Messer? Ja. Buch? Ja. Eimer? Ja. Tintenfass? Nein. Redet der Kerl da? Oder die? Ich werde heute Abend gut essen, mein Schatz. Oh mein Gott, ich dachte, das ist ein netter Kerl. Knaja. Du etwa der, wo das Tintenfass wollte? Aushalten tut ja nicht gerade viel. Soll mir recht sein. Haha. Okay, du hast überhaupt nichts dabei. Wer muss wem helfen? Oh mein Gott. Wenn ich nur wüsste, wo ich hier bin. Okay, da ist ein kaputtes Gitter, da komme ich nach unten. Warum habe ich den Kerl jetzt geholfen? Ich weiß es nicht. Ich sehe halt überhaupt nichts. Pferdefleisch, lecker, lecker, lecker. Hätte ich jetzt auch Lust drauf. Gebe ich ganz ehrlich zu. Okay, so was aussieht, ist hier überhaupt nichts. Hey, wer bist denn du? Salvanus. Salvianus. Kaiserliche Offiziershelm. Oh, der gehört zu den Kaiserlichen, oder? Ich hatte eine Medaille mit einem Gesicht darauf. Danach habe ich sie weggeworfen. Es hat nicht geholfen. Geholfen wofür? Die Tür ist jederzeit offen, du kannst jederzeit gehen. Muss ich jetzt nicht verstehen, warum der da in seiner Zelle hockt, oder? Was ist mit dir los? Der Tod ist stark überbewertet. Kann es sein, oder gibt es hier überhaupt nichts zu tun an dem Ort? Ist der einfach nur da, dass er da ist? Ich habe nämlich schon langsam so das Gefühl. Ein Zellentrakt, wo nix ist. Weder was zu looten, noch irgendetwas Interessantes. Verstehe ich nicht. Ist das absichtlich so, oder? Das würde bedeuten, ich müsste wieder zurück, oder? Hier habe ich alles getötet, die sind da alle tot, wunderbar. Der Marker zeigt nämlich auch nach oben. Aber auf Marker ist ja kein Verlass im Elder Scrolls Spielen, das wissen wir. Die sind ja meistens immer so. Die sind zwar da, aber sie passen nicht wirklich. Ach, ich sehe überhaupt nichts. Das ist meine blöde Fackel. Hä? Ach, hier. Haben wir schon gedacht, wo geht's denn hier weiter? Ich bin den ganzen Weg umsonst gelaufen in den letzten Folgen. Das gibt's doch nicht.
Hätte mir auch einer sagen können, dass hier überhaupt nichts ist. Gut, dann gehen wir zurück in die zerbrochene Flasche. Ich denke mal, da ist irgendwas los. Gehe ich zumindest davon aus. Howdy, Leute. Und tschüss. Ich habe wichtige Aufgaben zu erledigen, wie wir wissen. Und ich habe ein Level-Up, fällt mir auch gerade auf. Was hätte ich denn gern? Ausdauer wäre vielleicht nicht schlecht. Habe ich 195. Genau. Wie sieht es denn mit Heilspells aus? Kann ich da irgendwie was... Doppelte Wiederherstellung habe ich auch schon. Tod umgehen. Kann ich nicht. Erholung. Magika regeneriert sich 25% schneller. Jawohl, vielen Dank. Da kann ich da gleich öfters zaubern. Aber ich wollte eigentlich ins Questbuch. Denn... Golden Guns durch die Kanalisation. Das ist das, wo ich die Bienen abfackeln muss, soweit ich weiß. Mhm. Sprich mit Vex über Golden Glanz. Vex, glaube ich, ist der Kerl hier irgendwo. Bist du Vex? Nee, du bist Heuler. Vex, Vex, Vex. Du bist Vex. Eine schöne Frau. Ich setze mich mal zu dir. Braucht ihr ein paar Septime? Dann habe ich genau das. Ein paar Septime wären nie schlecht. Aber kannst du mir etwas über Golden Glanz erzählen? Das stimmt. Dieser Taugenichts von einem Waldelfen, der ist viel schlauer, als ich erwartet hatte. Könnt ihr es fassen, dass dieser Mistkerl seine Wachen mehr als verdreifacht hat? Verdreifacht? Oh mein Gott. Es müssen 8 von ihnen dort drin sein. Als wollte er uns herausfordern, zu kommen und ihn zu holen. Habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich da reinkomme? Nun, es gibt einen alten Abwassertunnel, der sich auf der nordwestlichen Seite der Insel in den See ergießt. So bin ich dort hineingelangt. Sicher ist er immer noch unbewacht. Okay, es gibt also einen Abwassertunnel. Diese Aufträge erledigen sich nicht von allein, wisst ihr? Abwassertunnel auf der nordwestlichen Seite. Ich stehe da irgendwo. Okay. Dann kann das ja gar nicht so schwer sein, oder? Müsste ich dann nur noch wissen auf der Weltkarte, wo Golden Glanz genau ist. Gibt es ja keinen schnellen Weg nach draußen hier aus diesem Rattenloch. Ah, wie kann man hier noch wohnen, hä? Okay, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es bestimmt ganz flauschig hier unten, aber... Ich will mich da gar nicht dran gewöhnen. Hier ist die Tür. Ich laufe doch gerade wieder im Kreis, oder? Ach Gott! Ich hasse diesen Ort. Hier ist die Speisekammer. Moment. Man ist doch von hier gekommen, oder? Ist das Gitter? Ich glaube, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Zumindest habe ich so das Gefühl. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ach, hier! Ah, hier habe ich auch die Brücke runtergelassen, natürlich. Das ist der schnelle Weg nach draußen. Ja, das sieht richtig aus. Genau. Gott, ich habe schon wieder 10 Minuten verschwendet für nix. Für nix und wieder nix. Ah, Gott, bin ich gut. Okay, es wird aber Zeit für ein paar Heldentaten. Unbedingt. Bevor ich den Verstand verliere. Wenn das Spiel mal geladen hat. Okay, ich habe meine schmucke neue Lederrüstung an. Ich bräuchte bitte die Weltkarte, genau. Golden Glanz, das ist da drüben. Da war ich schon mal in der Nähe. Beziehungsweise ich war bin bis zu diesem Tor gelaufen, das zugesperrt war. Es wird Zeit für einen gekonnten Einbruch, definitiv. Ich hoffe, dass ich das auch hinbekomme. Nicht, dass ich dann das ganze Dorf mit mir rumziehe. Okay, das ist Golden Glanz. Auf der nordwestlichen Seite. Da ist Osten.
Das wäre dann so diese Richtung. Da muss irgendwo ein Abwassertunnel sein. Bin auf der Durchreise. Ich tue euch doch gar nichts. Die Frage ist, wo ist der Abwassertunnel? Oh, ich sehe haufenweise rote Punkte auf dem Radar da oben. Ich sehe da keinen Abwassertunnel, tut mir leid. Also er ist direkt hinterm Haus, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. So, ich gehe mal wieder auf Tauchstation. Für den Fall der Fälle. Oh, da gibt's ein Boot. Das sieht doch cool aus mit der Stadt. Aber ich sehe hier keinen Abwassertunnel, nur ein Boot. Boot und eine Brücke, aber sonst sehe ich hier überhaupt nichts. Da geht einer. Abwassertunnel auf der nordwestlichen Seite. Wo denn? Das werde ich 100% gleich entdeckt, oder? Hier gibt es keinen Abwassertunnel. Die hat mich verarscht, die Frau. Ja, jetzt bin ich einmal um das Anwesen rum. Was ist das? Das ist nur ein Ufer, oder? Ja, das ist überhaupt nichts. Okay. Es gibt ja keinen Abwasserschacht. Oder bin ich blind? Bin ich wieder am Boot? Nö, es gibt hier keinen Abwasserschacht. Es tut mir leid. Das bedeutet, ich muss mich hier durchschießen. Okay, das Schloss ist für Experten ausgelegt. Da komme ich also so nicht rein. Was ist denn da für eine? Gehört das auch noch dazu? Ne, das ist Rifton. Nordwestlich, das wäre hier die Seite da, aber... Da ist ja nichts. Da ist absolut nichts. Ihr könnt euch nicht ewig vor mir verstecken. Wer hat mich denn jetzt gesehen, bitte? Hä? Ich sehe hier keine Sau. Ja, genau, die da drüben würden mich jetzt alle sehen, oder was? Viel Schaden mache ich hier nicht gerade. Oh, hi. Ihr seid eine Schande für eure Gleichen. Scheiß Söldner, geh weg. Mich haben bessere, wenige Hunde. Vielleicht sollte ich mal mein Schild in die Hand nehmen. Ich glaube, das ist ganz gut. Jetzt kann euch niemand mehr retten. Das war's schon. Mehr habt ihr nicht drauf. Ich habe noch mehr Tricks auf Lager, wenn es sein muss. Ich kann zum Beispiel auch zaubern. Hast du eine Ahnung? Na, wer ist jetzt ein Niemand, hä? Du. Und du hast nichts wirklich Brauchbares dabei. Der schießt immer noch auf mich. Das Duell der Könige mit Pfeil und Bogen von Ufer zu Ufer, ja? Ja, das ist ja cool. Ja, den treffe ich wenigstens. Au, er trifft mich aber auch. Passt, wieder einer down.
Wo ist der nächste? Da war doch noch irgendwo einer. Da vorne. Unter der großen Tanne. Au. Ach, das sind zwei, oder? Das, ja, das sind zwei mit Bogen, definitiv. Das finde ich natürlich gar nicht gut, wenn das zwei Leutchen sind. Ich glaube, da der Pfeil an meinem Kopf vorbeisegelt. Au. Und ich ihn direkt mit meinem Kopf auffange. Was? Wo? Den zu treffen ist natürlich ein bisschen schwieriger. Aber es geht. Na komm. Da muss ich mal links, rechts laufen. Links, rechts, links, rechts. Das tut nicht Ahnung, was ich alles kann. Oh, wo kommst du her? Warum sind die alle nackig? Darf ich das mal so einwerfen? Warum sind die alle nackig? Oh, warum sind das so viele, weil man. Ich bin lieber eine Schande als tot irgendwo in der Gosse. Fischi. Also ich habe damit kein Problem, eine Schande zu sein für irgendjemanden. Was war denn mein Feuerspell? Das war 5, genau. Mal gucken, wie gut. Ach, da ist der Abflussschacht. Guckt euch an. Das kleine Ding. Das soll man sehen, oder was? Naja, wenn ich schon auf meinem Zerstörer-Trip bin, dann kann ich die anderen jetzt auch noch töten, oder? Na, wo bist du? Da bist du. Na, wird dir schon warm? Wie er schreit? Komm her. Ich hätte einen Magier spielen sollen, ich sehe schon. Der Schnurrbart von ihm ist aber auch sehr erschreckend. Gnade. Hm, lass mich nachdenken. Nee. Die haben alle nichts dabei, hey. Das ist. Nordpfeil. Ja, gut, den kann ich mitnehmen, aber sonst. Lächerlich. Nix haben die dabei. Absolut nix. Ja. Jetzt schießt er immer noch auf mich. Das kann es ja nicht sein. Der gibt nicht auf. Was denn du für ein hübsches Kettenhemd an? Jetzt ist Schluss. Aber wir fangen doch gerade erst an, mein Freund. Wie die immer schreien. Torschlüssel zu Gluten-Dingsbums. Abfall, Abfall, Lagbogen. Ach, die haben die Tür selber aufgemacht. Okay. Gut, dann brauch's ich nicht mehr machen. Das ist natürlich praktisch. So, ich würde aber sagen, wir gehen trotzdem durch die Kanalisation, oder? Wer ist ein toter Mann? Nee, ich doch nicht. Wenn, dann seid ihr tot. Ich glaube, ich habe das eindrucksvoll bewiesen. Holla, die Wolfi, da kommen ja noch mehr. Okay, es ist Zeit, die Flucht zu ergreifen. Geronimo! Ich gehe durch die Kanalisation, ich glaube, das ist stressfreier. Ja, sieht fast danach aus. Ich gehe mal hier durch. Na. Wobei ich jetzt eigentlich jeden hier alarmiert haben hätte müssen, oder? Selbst hier an diesem dunklen Ort. Aber, liebe Leute, wie es weitergeht bei The Elder Scrolls 5 Skyrim. Was ist denn das davon? Ist das eine Ratte? Ja, das war anscheinend eine Ratte. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich mache eine erfrischende Pause. Und ich sage wie immer, stay tuned. And so long.